miteinander. Ich bin Hans und das ist mein Kanal, Hans TV. Ich begrüße euch heute zu einer Sonderfolge, die eigentlich nicht eingeplant war, aber wir machen sie. Also, ich zeige euch heute die RE460, auch genannt Gockibüchs in der Schweiz, der VSLF von Märklin, eine Sonderedition, die limitiert war. Ich konnte sie mir holen und will euch heute zeigen, wie sie aussieht. Hier kommt die Elektrolokomotive von der SBB. Hier ist sie mit der Werbeaufschrift VSLF, Verein Schweizer Lokführer und Anwärter. Ich bekomme diesen Namen irgendwie nicht so rauf, aber sie sieht schön aus mit der Eule und ich finde, das Ganze ist sehr schön gemacht mit der Bedruckung. Und ja, ich zeige jetzt euch die Features, die die Lok hat. Und ja, bleibt dran. Ich hoffe, mein Video gefällt euch. Und ja, hier nochmal die RE460, der VSLF, Verein Schweizer Lokführer Anwärter. Sie sieht wirklich schön aus. Ich muss sagen, das Ganze, und wenn wir hier sie mal aufmachen, den Deckel hier zur Seite, sie vorsichtig rausnehmen. Übrigens, die ganze Lok hat 399 Franken gekostet. Sehr teuer, aber ich konnte es mir zum Glück leisten. Machen wir sie mal auf. Ja, das Ganze. Und ist wirklich sehr, sehr schön. Und ja. So, und wie gesagt, schauen wir uns mal die Features an, die die Lok hat. Übrigens, dieses Gehäuse ist für jede RE460 der Märklin verwendbar. Also, wenn man es bekommt, kann man auch nur das Gehäuse bestellen oder haben. So, das Licht sollte es haben. So, mache ich mal näher an die Lok heran. Entschuldigung, wenn es ein bisschen wackelt, tut mir leid. Ich weiß, wie das ist. Jetzt bringe ich jetzt. So, endlich. Hier von der Seite die Lok. Hier das Rücklicht. Zwei rote. Und wie es sich gehört, vorne drei weiße. Ich kann natürlich auch umstellen. So. Ja, wieder auf die andere Seite. So. Sind hier weiß. Aber wir wollen ja vorwärts fahren. Dann mal so. Tut irgendwie gerade nicht. Ja, besser. So. So, dann schauen wir mal, welche Features sie hat. Also wir lassen mal den die Motor. So, jetzt ist sie oben. Jetzt lassen wir noch die Lüftung an.
Das hier ist jetzt die Lüfte. Und das ist das Horn. Das sind so die kleinen Features. Das hier waren die Features der Lok. Sie kann noch den, das zeige ich euch gerade noch, hinten anstatt zwei rote ein weißes. Muss ich auch, weiß ich, also hat es auch noch. Und bringe ich die Kamera wieder mal nicht, ach doch, raus. So, hier unten, hier die Lok, hier ist sie hinten, so. Ah. So staunend jetzt. So. So, jetzt haben wir ja hinten zwei rote. Das können wir jetzt auch ganz ausschalten, dass wir hinten keine rote haben und vorne drei weiße. So, machen wir das Zeug dran. Ein weißes. Das kann sie. Langsam und schnell, also lang, ob sie schnell soll abbremsen oder ob sie langsam soll abbremsen, da kann sie natürlich auch noch. Das habe ich noch nicht herausgefunden, was das sein soll. Werde ich auch mit der Zeit auch noch wissen. Keine Ahnung. Und dann hier das Horn. Ja. Hat es auch noch eine Funktion, die man aber nicht sieht? Ah, doch. Jetzt hat es vorne kein Licht und nur hinten drei rote. Gut, machen wir das rückgängig. Eben, der Motor startet. Der Lokführer bereitet sich auf seine Schicht vor. Und die Lok bekommt warm, sie muss gelüftet werden, also das Getriebe muss gekühlt werden. Dann fährt der Lokführer mal los. Der Lokführer muss mal bremsen. Das kann sie auch noch. Und dann hängen wir mal ein paar Wegen hinten an. Sieht verdammt gut aus. Und jetzt? Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen
mit der Lok und dem Wagen ein verdammt gut aus. Leider ist diese Folge jetzt auch schon wieder vorbei. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch ein gutes neues Jahr und bis bald. Ich entschuldige mich, dass es so eine kurze Folge war und ja, ich danke euch, wenn es euch nicht gefallen hat oder ihr noch Kritiken habt. Bitte schreibt es mir unten in die Kommentare hinein. Ja, jetzt kommen noch die Outtakes und ich hatte, glaube ich, ein paar Mal ein bisschen einen Aussetzer. Ja, ich bin Hans und das ist mein Kanal. Ich danke euch und wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren Videos oder sonst auf meiner Kanalseite. Tschüss! Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Hans und das ist mein Kanal Hans TV. Nein, das ist nicht gut gewesen. Guten Tag miteinander, das ist... Guten Tag miteinander, ich bin Hans und das ist mein Kanal. Also, hier ist die Lok, die ich euch versprochen habe, die RE460 von der Schweizerischen Bundesbahn mit der Werbelok von... Wir müssen nochmal machen. Wie versprochen kommt jetzt die... Jetzt kommt die RE460 der Schweizerischen Bundesbahn mit der Werbe. So, jetzt muss ich es aber wirklich schaffen.